Die Bibel sei doch ein so friedfertiges Buch, heißt es. Ist sie das wirklich? Viele Christen haben die Bibel nicht gelesen und kennen ihre Geschichten nur aus den Predigten oder dem Religionsunterricht. Schaut man sich die Bibel einmal genauer an, finden sich viele Stellen, die in der Regel nicht in Kirchenpredigten zur Sprache kommen. So erzählt das 5. Buch Moses von einem widerspenstigen und ungehorsamen Sohn, der seinem Vater und seiner Mutter nicht gehorchen will. In so einem Fall fordert die Bibel die Eltern auf, den Sohn vor ein Gericht zu stellen. Wird der junge Mann der ständigen Trunkenheit und Prasserei für schuldig erklärt, dann soll er gesteinigt werden. Im Klartext, Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchen, sollen hingerichtet werden. Es gibt viele dunkle Seiten in der Bibel, unter anderem die Stelle der Tötung des eigenen ungehorsamen Sohnes, die brutal sind und nichts weiter und die nicht interpretiert werden können, die durch ihren Inhalt das sind, was sie sind. Die Frage, die gestellt wurde, war, Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt. Und Mohammed, Friede und Segen auf ihn, hat die Ehebrecherin gesteinigt. Und dann wollen sie damit beweisen, das ist eine typische Schubha, Scheinargument von christlichen Missionaren, damit wollen sie sagen, das zeigt, dass Jesus besser ist als Mohammed. Wollen sie damit sagen. Jetzt sagen wir erstmal, was ist der Maßstab dafür, ob jemand besser oder schlechter ist als jemand anders? Was ist der Maßstab dafür? Ist das dein Maßstab, dein persönliches Empfinden? Oder ist das der Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala? Dankeschön. Der Maßstab ist Allah subhanahu wa ta'ala. So jetzt gehen wir auf die Geschichte und wir fragen mal Jibril alayhi salam, als er verschiedene Völker auf den Befehl von Allah vernichtet hat. Verschiedene Völker auf den Befehl von Allah vernichtet hat, oder Engel auf den Befehl von Allah Völker vernichtet haben. Was wäre besser gewesen, wenn die Engel gesagt hätten, nein Allah, das machen wir nicht. Du hast uns den Befehl gegeben, dieses Volk zu zerstören, aber wir machen das nicht. Als Moses, Friede und Segen auf ihm, laut Numeri, Bibel 31, befohlen wurde, die Midianiter zu bekämpfen, im Namen von Gott, was wäre besser gewesen? Moses hätte gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mache das nicht. Oder war es richtig, dass er da gekämpft hat? Es war richtig, dass er den Befehl durchgeführt hat. Also ist das richtig, was Allah befiehlt. Jetzt gehen wir auf die Geschichte. Wenn Allah befiehlt, dass ein verheirateter Ehebrecher und eine Ehebrecherin gesteinigt werden, was ist dann? Dann ist das richtig, dass derjenige, der diesen Befehl bekommen hat, wie der Prophet Muhammad a.s., dass er es macht. Und wenn er es nicht macht, dann ist er Gott ungehorsam. Jetzt gehen wir auf die Geschichte. Zum Propheten Muhammad a.s. Erstmal die Geschichte in der Bibel. In der Bibel, das ist in Johannes 8, Vers 1 bis 11, da wird erzählt, dass eine Frau gebracht wird von Zeugen und es wird gesagt von den Zeugen, diese Frau hat Ehe gebrochen, die hat mit einem Mann geschlafen. Was machst du, Jesus, jetzt mit ihr? Dann sagt Jesus, der schreibt etwas in den Boden, laut Bibel, und wir wissen, die Bibel ist verfälscht, und sagt zu ihr, derjenige, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Als diese Leute das gehört haben, sind sie auf einmal alle gegangen. Dann soll Jesus gesagt haben, haben sie dich nicht verurteilt? Wenn sie dich nicht verurteilt haben, will ich dich auch nicht verurteilen. Jetzt gehen wir erstmal auf die Geschichte von der reinen Logik. Wenn du eine Anzeige machen willst, beispielsweise, gehst du dann zum Bäcker? Wenn du krank bist, gehst du dann zur Polizei und sagst, ich bin krank, können sie mir eine Medizin verschreiben? Wenn du Medizin abholen willst, Penicillin, gehst du dann in die Apotheke oder gehst du zum Aldi? So, jetzt fragen wir Jesus, war er damals derjenige, der Richter war oder der Führer war oder der diese Straftaten
diese Straftaten bestrafen konnte, der Befugnis dazu hatte? Die Antwort ist nein. Sondern Jesus war jemand, der einfach nur, im Gegensatz zu Mose oder Mohammed, nur jemand, der die Botschaft verbreitet hat, ohne dass er Führer geworden ist. Mose und Mohammed beispielsweise sind auch Führer geworden. Das heißt, wie kommen die Menschen dazu, zu Jesus zu gehen, ihn zu fragen? Das heißt, totaler Schwachsinn. Nächste Frage. Wenn man eine Frau beim Ehebruch erwischt, dann fragt man, wo ist denn der Mann? Die kommen mit der Frau, die angeblich Ehebruch gemacht hat. Wo ist denn der Mann geblieben? Das heißt, dann hätten sie...